Wir sind eine Gruppe für Menschen mit Behinderung im Alpenverein Sektion Augsburg. Wir klettern hier in der Kletterhalle in unserer Sektion. Wir klettern aber auch an Felsen draußen. Und wir haben auch entdeckt, dass wir nicht nur klettern wollen, sondern auch ganz andere Sachen gemeinsam machen möchten, wie einfach mal in die Berge wandern gehen oder uns treffen und gemeinsam Pizza essen. Also auch sowas machen wir. Ich setze mich für das Projekt ein, weil es mir einfach Freude bereitet. Wenn ich zu unseren Treffen komme, geht mein Herz auf. Deswegen mache ich das. Aber ich mache es auch, weil ich möchte, dass Menschen mit Behinderung Zugang zum Sport haben, dass sie Zugang zum Klettern haben, zu einem Sport, der mich selber auch sehr, sehr begeistert und wo ich einfach so viele Vorteile sehe. Weil man kann sich austoben, man kann einfach Freude haben, man kann Bewegungen verbessern, man kann für seine Psyche und in den Kopf was machen. Also es gibt ganz, ganz viele Sachen, die das Klettern für alle mitbringt und für Menschen mit Behinderung auch. Und ich möchte, dass sie das auch erleben können. Ganz wichtig bei unserem Projekt ist die Offenheit für Menschen, ganz, ganz viel Geduld. Wenn man sich ehrenamtlich engagiert, unsere Kletterinnen und Kletterer sind nicht immer die schnellsten. Also man muss sehr, sehr viel Feingefühl haben, dass sie ihre Grenzen überschreiten können, aber dass man sie nicht überfordert. Also das ist mit sehr viel Gefühl und Menschenkenntnis verbunden. Es freut uns sehr, diesen Preis bekommen zu haben vom Bezirk Schwaben. Wir sehen das als eine Ehre, eine Wertschätzung von dem, was wir tun, und das motiviert uns auch weiterzumachen.